Martin Slukal und sein Team können mit einem Sieg im Duell mit HDD Telemach Olimpia Ljubljana bereits die Playoff-Teilnahme fixieren. Die Slowenen haben einen Punkt Rückstand auf einen begehrten Postseason-Platz. Für die grünen Drachen ist ein Sieg also Pflicht. Den deutlich besseren Start erwischt allerdings HC Orlitz Neumo, die erste Chance hat Burke Henry. Aber Jerry Kuhn bei diesem Schuss am Posten. Ljubljana kommt nur selten vor das Tor von Kazettl und wenn, dann nur im Powerplay. Igor Čvetek mit dem Blue Liner und André Heber drückt die Scheibe über die Linie. 1:0 für die grünen Drachen. Das Ganze in der 12. Spielminute. Tolle Arbeit von André Heber vor dem Tor. Er kämpft sich hier den Führungstreffer für seine Mannschaft. Znojmo aber keineswegs geschockt, sondern sie ziehen weiterhin ihr kreatives Offensivspiel auf. Jan Müller scheitert mit seinem Schlenzer erneut an Jerry Kuhn. Znojmo dominiert das Spiel, aber Ljubljana trifft und führt somit etwas unverdient mit 1:0 nach 20 Spielminuten. Hinein in den zweiten Abschnitt und er beginnt mit diesem Hammer von Lubomir Stach. Sehr zur Freude der viel mitgereisten Fans von Znojmo. Ausgleich in der 26. Minute. Das Ganze nach einem Zweikampf, den Beranek für sich entscheiden kann. Und dann der Pass von Bucher auf Stach und der Ausgleich. Dann aufgepasst auf Brock McBride mit dem Breakaway. Und dieser unsanfte Einsatz von Lubomir Stach. Keine zwei Meinungen. Ganz klarer Penalty-Shot. Und das Duell heißt Brock McBride gegen André Kazettl. Und der Keeper bleibt Sieger. Denn McBride drückt die Scheibe erst mit dem Nachschuss über die Linie. Dann ein Powerplay für die Gäste. Jan Lattner auf Havlik und der auf Martin Planek. Super Kombination der Tschechen. 2:1, 35. Spielminute. Sehenswerter Treffer von Znojmo. Keine Chance für Jerry Kuhn. Toller Pass war das von Havlik auf Planek. Znojmo hat aus ihren vielen Chancen nun auch kapital geschlagen und das Spiel nach 40 Minuten zu ihren Gunsten gedreht. Und Znojmo weiterhin am Drücker. Marek Uram scheitert und auch Jan Müller. Jerry Kuhn im Kreuzfeuer hält hier seine grünen Drachen noch im Spiel. Aber von Ljubljana ist offensiv nicht mehr viel zu sehen. Es greifen eigentlich nur mehr die Tschechen an. Rošnik hat die Chance auf die Entscheidung. Verletzt sich hier auch nach diesem Stockschlag. Das war's auch nach 60 Minuten. HC Orlitz Neumo besiegt Ljubljana und fixiert somit einen Playoff-Platz. Yeah, I think we played well. Wir haben gut gespielt. Ich hätte mir Ljubljana auch etwas stärker vorgestellt, aber uns ist egal, wie sie spielen. Wir haben gewonnen und die Playoffs fixiert. That's all what we wanted, just get 2 points and get ready for playoffs. Yeah, it was really intense. Es war ein sehr intensives Spiel. Beide Teams haben gekämpft. Znojmo hatte die Playoffs vor Augen und so sind sie auch aufgetreten. Znojmo war besser und hat den Sieg verdient. Wir haben gut gekämpft und werden das auch bis zum letzten Spiel tun. But our boys play well and you know, I had nothing to say as we fight and outcome we didn't satisfied, but still it's still theory and we will fight to the end.